so logisch. Das Rohr sieht ganz schön mitgenommen aus. Oben ist ein großes Loch drin und weiter unten ist ein Verbindungsstück abgerissen. Im Rohr selbst kann man ganz unten noch etwas Öl schimmern sehen. Sieht ziemlich stabil aus. Mit rausreißen ist wohl nichts. Öl. Ein Hebel zum Steuern des Schiffes. Links steht volle Fahrt voraus und rechts volle Kraft zurück. Im Moment steht der Hebel aber auf Stopp. Ich könnte ihn entweder auf volle Fahrt voraus oder auf volle Kraft zurückstellen. Und zurück. Tut sich nichts. Und der Hebel ist auch gleich wieder auf Stopp zurückgesprungen. Volle Fahrt voraus. Im Raum über mir scheint sich was bewegt zu haben. Okay. Tür, Luke. Das Rad ist völlig eingerostet. Das können nicht mal 10 Pferde drehen. Dahinter ist Wasser. Daher mein Vorschlag, ich lasse die Tür zu, bleibe, wo ich bin, und das Wasser tut es auch. Fairer Deal, finde ich. Ich könnte auf die Schublade steigen und so die Luke erreichen. Bevor ich sie aufmache, sollte ich mich aber vergewissern, dass dahinter kein Wasser ist. Sonst dürfte es hier unten ungemütlich feucht werden. Ey, hat sich hohl angehört, also ist wohl kein Wasser dahinter. Was hältst du von der Idee, da rumzubleiben? Mit deinem Knackerschloss. Viel ist von der schnuckligen Lobby aber nicht übrig geblieben. So, was haben wir hier? Ah, das sind die Okay, ich bestelle. Die ist wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ich war noch nie ein großer Fan von Aquarien und das ändert sich auch jetzt nicht. Solange die Pfütze nicht größer wird, brauche ich mir keine allzu großen Sorgen zu machen. Von den Sorgen über ein umgekipptes und sinkendes Schiff mal abgesehen. Durch den Riss dringt bereits Wasser ein. Ich kann nur beten, dass sich der Riss nicht vergrößert, sonst... Aber daran möchte ich lieber gar nicht denken. Den abzudichten wird wohl kaum klappen, dazu ist der Druck zu groß. Ein bizarrer Anblick. Sämtliche Unterlagen, die mal da drin waren, haben sich über den Boden verteilt. Da werde ich nichts mehr finden. Alle möglichen Schiffsunterlagen, Papiere und Dokumente. Jede Menge Papiere. Glaub zwar kaum, dass ich den gesuchten Brief hier finde, aber so kann ich meinen Lebensretter vielleicht wenigstens davon überzeugen, dass es sinnlos ist, danach zu suchen. Ich habe mein Reiseticket gefunden und wie erwartet keinerlei... Oh, doch, dann stimmt es tatsächlich und der Mann im Hafen hat mir wirklich einen Brief zugesteckt. Allerdings ist das Dokument voller kryptischer Zeichen. Damit kann ich wenig anfangen. Und die beiliegende Skizze ist auch nicht viel aufschlussreicher. Diese Metallstange hat wohl früher mal als Leitersprosse gedient. Jetzt ist sie kaputt. Man kann von hier aus erkennen, dass sich die Kette oben um die Antriebswelle des Schiffsmotors gewickelt hat. Das hat vermutlich auch das merkwürdige Geräusch verursacht, als ich unten an diesem Hebel gezogen habe. Die Tür ist verschlossen. Außerdem ist da nicht mal mehr ein Knauf dran. Vier Fragen. Die vierte Frage ist, wo ist der Reise? Wo ist dieser Reisefutzi? Da hochzuklettern kann ich vergessen. Man kann von hier... Das wollte ich gucken. Da geht's zum Maschinenraum. Na dann. Viel Spaß beim Klettern. Treppe. Tresen. Leiter. Da hochzuklettern. Ich will noch runter. Wäre für mich zumindest das Naheliegendste. Mein Reise allerdings. Steuerträger.
Hebel? Im Moment steht der Hebel auf volle Fahrt voraus. Tut sich nichts. Und der Hebel ist auch gleich wieder auf Stopp zurückgesprungen. Wenn ich jetzt am Hebel ziehe, wird die Kette wahrscheinlich einfach wieder hochgezogen. Ja. Wenn ich jetzt am Hebel ziehe, wird die Kette wahrscheinlich einfach wieder hochgezogen. Ja, das sieht das nicht. Ich habe die Kette um den Stahlträger gewickelt, aber ich konnte sie nirgends festmachen. Der Stahlträger... Ich habe die Kette um den Stahlträger gewickelt. Ich habe die Kette. So. Hoffentlich hält das, aber mir fällt keine bessere Alternative ein. So, jetzt nochmal. Im Moment steht der Hebel auf Stopp. Ich könnte ihn entweder auf volle Fahrt voraus oder auf volle Kraft zurückstellen. Und zurück. Der arme Kerl sieht ziemlich erschlagen. Haben Sie den Brief gefunden? Ja, hab ich. Okay, jetzt müssen Sie unbedingt einen Fluchtweg finden. Hoffentlich hält das. Ich weiß auch über. Kann ich das jetzt wieder runterlassen? Er hat seine Pflicht erfüllt. Okay. Es gibt keinen kompletten Durchbruch in den Raum darüber. Es ist nur ein Teil... Ja. Okay, jetzt habe ich Bongos Vollwasser. Das Schiff läuft schon von ganz allein voll. Mein Reiseticket habe ich bereits wiedergefunden. Sämtliche und... Ach, hier hab ich noch mehr. Das Wasser von einem Bongo ins nächste zu schütten, wird mich jetzt auch nicht weiterbringen. Fuck my life! Das Foto von diesem Typen, der sich... Eine der als Untersetzer benutzten CDs. Meine Handtasche. Jedes zweite Bongo auch mit Wasser füllen? Ein Bongo voller Wasser sollte genug sein. Okay. Da geht's zum Maschinenraum. Da hoch zu klettern. Da hochzuklettern. Du sollst nicht hochklettern, du sollst hoch. Ich würde ja glatt die großartige Aussicht bewundern. Ich werde das Bongo mal mit der offenen Seite nach oben unter das Rohr stellen.
Ich werde mal etwas Wasser in das Rohr schütten. So, das Öl habe ich. Fehlt nur noch eine Möglichkeit, es sinnvoll einzusetzen. Und die habe ich auch schon gefunden. Kann man sich doch bei mir gar nicht vorstellen. Bongo mit Öl. Ja, etwas Öl könnte dem eingerosteten Rad nicht schaden. Sag ich ja. Ich hoffe, hier geht's raus. Und zwar raus in die Freiheit, nicht raus aus dem Leben. Ich kann den Mann nicht einfach... Können schon. Kommen Sie, ich habe diesen verdammten Brief tatsächlich gefunden. Und jetzt sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Was? Wie? Ach ja. Wir werden ein paar Meter tauchen müssen. Schaffen Sie das? Ich muss wohl. Mir bleibt ja keine andere Wahl. Das kalte Wasser wird mich schon für ein paar Minuten wach halten. Gut, dann los. Na dann los. Alter, auf ihm lag ein tonnenschwerer Betonträger und er kann einfach aufstehen! What? What's wrong with you? Es ist wie es ist. It beat it. It beat it. Das war knapp. Eindeutig zu knapp. Ja, ich... Alles okay bei Ihnen? Ja, nein, eigentlich nicht. Sie haben nicht zufällig etwas Zucker bei sich, oder? Zucker? Sie haben Sorgen. Diabetes. Genau genommen Unterzuckerung. Ich brauche dringend ein entsprechendes Medikament oder etwas Zucker, sonst... Sonst? Sonst werde ich gleich wieder ohnmächtig und in ein paar Stunden bin ich tot. Machen Sie Witze? Nein, so wie Sie aussehen, vermutlich nicht. Hallo? Er reagiert nicht mehr. Ohnmächtig ist er nicht, aber völlig apathisch. Jetzt stehe ich hier am Strand im Nirgendwo, keine Menschenseele weit und breit, und mein Begleiter braucht Zucker oder ein entsprechendes Medikament. Wo soll ich sowas denn jetzt herkriegen? Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Was für ein Zufall. Hoffentlich ist da was drin, was meinem ohnmächtigen Freund hier weiterhilft. Irgendwas gegen Unterzuckerung wäre optimal. Viele kleine Steine. Na, nimm doch mal ein paar mit. Die See ist wieder relativ ruhig. Von der katastrophalen Flutwelle zeugen nur noch das Chaos hier am Strand und der Müll im völlig verdreckten Wasser. Ich bin froh, dass wir es überhaupt bis an den Strand geschafft haben. Mein Badebedarf für heute ist mehr als gedeckt. Ach ja, ach Nina, Nina, Nina. Hoffentlich hält er noch etwas durch. Ich muss schnellstens ein Medikament oder zumindest Zucker auftreiben. Aber woher? Zucker! Ich hoffe, darin findet sich noch was Brauchbares. Einiges ist schon ein bisschen feucht geworden, aber das hier kann ich bestimmt noch anziehen. Hoppala. Warum rennt Nina eigentlich immer leicht bauchfrei rum? Keine Ahnung, wozu dieses Rad mal gedient hat. Jetzt ist es deins. Herzlichen Glückwunsch. Ein schwarzer Aktenkoffer ohne Griff? Gönnen die. Sie nehmen den ja danach auch mit. Die hat auch schon bessere Tage erlebt. Ne? Tanja, ich glaube, dafür ist das Spiel zu alt. Ja, das ist gut. Auf den Schildern scheinen Ortsnamen zu stehen, aber von hier aus kann ich die nicht erkennen. Um da hochzukommen, müsste ich schon eine Comicfigur sein.
Oder ein begnadeter Extremsportler. Oder beides. Ein einfacher Rechen. Es sind auch schon ein paar Zinken herausgebrochen. Hoffentlich erwartet jetzt niemand von mir, dass ich damit den Strand wieder in Ordnung bringe. Doch, ich. Ein Kleiderständer. Was? Ich frage gar nicht erst. Was haben alle Adventure gleich? Man weiß nie, wo sich die Leute die Sachen hinstellen. Warte, das geht falsch. Oben am Mast hängt ein Kasten. Da sind vermutlich Sicherungen drin. Hochklettern kann ich den Mast bestimmt nicht. Das war schon im Schulsport nicht meine Stärke. Und der hier ist auch noch feucht und schmierig. Das wird nichts. Oben am Mast hängt ein... Ja. Okay. Da scheint eine ganze Menge Strom durchzufließen. Aus dem Kabelende sprühen Funken und drumherum sieht alles verkohlt aus. Da gehe ich nicht dran, ich bin ja nicht lebensmüde. Ja, diese Vermutung habe ich auch schon geäußert, Tanja. Ein schmutziges Stück Blech. Was? Nina, du stehst im Weg. Eine Harpune für Sporttaucher. Es sind auch ein paar Pfeile dabei. Pfeile! Beton das doch noch mehr. Ein Kleider. Okay. Wer entsorgt denn seine Autobatterie im Meer? Willkommen im Zeitalter des Umweltschutzes. Welcome to the jungle. Ist klar, und ich nehme sie einfach mit. Ja, ein paar Rettungswesten. Hier wurde gleich eine ganze Ladung Rettungswesten angeschwemmt. Naja, man weiß nie, wann man Rettungswesten für eine ganze Kompanie braucht. Ich nehme mal eine mit. Mo. Ach, das ist ein Kriegsschiff? Okay. Da sind Warnzeichen drauf. Sowohl für brennbar als auch für ätzend. Ein Rest Flüssigkeit ist immer noch im Fass. D hat auch schon bessere Tage erlebt. Das bekomme ich da nicht weg. Muss aber auch nicht wirklich sein, denke ich. Doch, weißt du warum? Wollte ich ja sagen. Darin findet sich bestimmt jede Menge brauchbares Werkzeug. Leider ist er verschlossen. Und jetzt in deinem Besitz. Ein Feuerwehrschlauch. Ziemlich breit, recht lang und relativ schwer. Gehörte vermutlich zur Ausstattung eines Schiffes. Der hat die nicht alles mit sich schleppen können. So. Ich könnte den Schlauch mal provisorisch aufrollen. Gut. Das war jetzt eher... Okay. Die Autobatterie enthält eine starke Säure. Wenn ich ein wenig davon in das Schloss träufle, sollte das reichen. Ja, hat geklappt. Ich frage gar nicht erst. Er enthält eine stattliche Sammlung an Werkzeug. Aber ich lasse es lieber mal, wo es ist. Scheiße, ich hab dich erwischt. Rüber komme ich da ohne Probleme. Nur zurück könnte es problematisch werden. Ich versuche erstmal hier nach Hilfe für meinen bewusstlosen Begleiter zu suchen. Okay, also. Der Mast ist viel zu glitschig, um bis hoch zum Sicherungskasten klettern zu können. Ja, das ist... Um die Batterie aufzuladen, bräuchte ich ein Ladegerät.
Einfach das Stromkabel ranzuhalten, wird nicht viel bringen. Nicht